Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Wie ihr seht, wir sind wieder zurück in unserer gewohnten Plutoniumhalle und heute haben wir was ganz Besonderes auf dem Programm. Und zwar, und Carlos, was machen wir hier? Wir nehmen die Motorabdeckung ab, dann machen wir eine Zündkerze raus und endoskopieren den Zylinderraum. Sehr gut. Dann wären wir hier bei unserem schönen S550 aus Amerika. Hier in Europa kennt man als S500. Das ist ja eins unserer YouTube-Projektautos. Da werden wir jetzt mal den berühmten Zylinder 5 endoskopieren, weil da kommt man recht gut dran und das ist auch der, was am meisten Schwierigkeiten macht. Natürlich ist jetzt bei dem Fahrzeug hier nichts kaputt. Wir machen das rein nur jetzt zum Test, um eben hier diese zwei Endoskope zu testen. Welches ist besser? Lohnt sich die Investition 1800 Euro oder ist hier 250 Euro völlig ausreichend? Magst du die Motorabdeckung hier wegmachen, Carlos? Ja. Mach mal. Okay, legst du gerade am Boden. Was ist das? Das ist die Luftansaugung für Bank 2. Alles klar, zieh mal ab, baue sie ab. Jawohl, legst du auch am Boden. So, und was haben wir jetzt hier Schönes darunter? Die Zündspulen. Genau, und unter der Zündspule ist was? Die Zündkerzen. Alles klar. Und ein schönes Licht machen wir uns auch noch dran, damit wir hier was Schönes sehen. So. So, jetzt wird's hell. So, Dalle. Den Luftfilterkasten bzw. die ganze Ansaugung haben wir jetzt komplett runter gemacht. Jetzt seht ihr hier richtig schön auf Bank 2. 5, 6, 7, 8 und hier drüben 1, 2, 3, 4. Warum hier 1, 2, 3, 4 draufsteht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass hier bei dem Fahrzeug schon mal die Steuerkette getauscht wurde. Aber das spielt ja jetzt für unser Vorhaben gar keine Rolle. Wir werden uns auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du bist hier aus Österreich. Genau. Auf jeden Fall. Ganz genau. Mit Herz. Wir werden uns hier mal um Zylinder 5 kümmern. Da schauen wir mal rein und gucken mal, was die Endoskope so können. Hier unten werden wir jetzt eine 27er Nuss ansetzen mit einer langen Ratsche. So, die Ratsche sitzt. Hiermit können wir dann den Motor eventuell ein Stück weiter drehen, sollte uns der Kolben im Weg sein. So können wir dann den Motor weiter drehen, damit der Kolben nach unten geht und wir schön im Brennraum Platz haben zum Filmen. So, wenn ihr da jetzt mal reinschaut, hier seht ihr jetzt schön, wie da unten drin die Zündkerze drin sitzt. Und die holen wir jetzt mal raus. To move on. Wenn ihr die Zündkerze jetzt mal anschaut, die sieht richtig gut aus, schön rehbraun. Also da denke ich mir jetzt gar nichts, aber wir schauen jetzt mal in den Zylinder rein. Bild ist da. So, jetzt schauen wir mal mit dem Ding hier rein. Ich zeige euch jetzt mal noch hier vor der Kamera, wie sich das Ganze schön bewegt. Seht ihr das hier? Ich drehe da hier am Rad, ne? Hier. Und hier in die andere Richtung. Ne? Okay. So,
und dann ab in die Röhre. Ne? So, jetzt sind wir hier drin. Ihr seht schön vom Kolben hier die Basiseinfügungen. Das ist also der Brennraum, der sieht ja mal überraschend gut aus. Für wie viele Kilometer hat der gelaufen? In 272.000. 272.000 hat er. Ich kann ja mal schauen. Echt? 272.328. Echt? Dafür sieht der. Was für ein Motor ist das? Weißt du das noch? Das ist ein M273. Richtig, richtig, richtig. M273. Das ist ein guter Motor. Das ist ein sehr guter Motor. Die sind unverwüstlich, meiner Meinung nach. Schau dir das mal an, wie der da innen drin aussieht. Da kannst du 500.000. Schau dir das mal an, wie der aussieht da drin. Ja, das ist krass. Da kannst du 500.000 Kilometer drauf hackern. Schau, jetzt und guck mal darüber. Sieht der Brennraum immer noch geil aus. Aber schau mal hier, die Zylinderwände. Das ist wie wenn der Motor neu wäre. Schau dir das mal an. Ist halt so. Abartig. Vielleicht hat er ja einen Tauschmotor bekommen, wer weiß. Na, hat er nicht. Hat er nicht? So, schau mal daher, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich gut. Hier, krass. So, na, mit dem Endoskop kann man schon gut was sehen, würde ich sagen. Jetzt schwenkt man einfach hier rüber. Ich mache das alles mit dem Drehrädchen hier. Ich lege das mal weiter hier rum, dass ihr das seht. Ich mache das hier alles mit dem Drehrädchen. Schwenke ich einfach wieder rüber. Na, also. Denkt mir jetzt nichts. So, jetzt versuche ich es mal komplett um 180 Grad da unten drin zu drehen, um einfach mal nach oben zu schauen, was da ist. Ablagerung. So, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer rein. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da ein gescheites Bild hinkriegen. So, schau mal, und da siehst du jetzt halten wir es ruhig. Hier siehst du jetzt richtig schön Einlass, auslassseitig. Und das sieht top aus. Also für die Laufleistung, da denke ich mir gar nichts. Also, jetzt haben wir mal das erste Endoskop gesehen, was das für Bilder macht. Das war jetzt eben dieses HZ für 1.800 Euro. Und ich mache jetzt wieder gerade. Ziehe das wieder raus hier. Mit unserer schönen Sonde. Huhu, hallo. Genau, und jetzt kann man das Licht wieder weiter runterstellen. Ihr seht, hier kann ich das Licht verstellen. Peace. Somit die Lichtverhältnisse anpassen. Okidoki. So, der Carlos, der darf jetzt auch mal. Wahrscheinlich. Na, du musst erst richtig rein. Schau mal, du bist ja gar nicht im Loch drin. Da ist der Kolben. Du bist überhaupt nicht im Loch drin. Doch. Na, du bist nicht im Loch drin, du musst ja reinschauen. Du musst ja rein in das Ding. Bist drin? Ja. So, jetzt hat. Da ist der Kolben. Jetzt muss das Licht erstmal nach oben machen. Ganz nach oben am besten. Ja, genau. Da ist so. Der Kolben. Geh ein Stück zurück. Noch ein Stück zurück. Geh noch ein Stück zurück. Und halt ganz ruhig. So, und jetzt siehst du richtig schön die Zylinderwände. Das ist einmalig schön. Also für das Alter. 2008. Genau, siehst du die ganzen Zylinderwände und hier kommst du jetzt hoch. Jetzt musst du ein bisschen tiefer gehen. Jetzt musst du ein bisschen tiefer gehen mit der Sonde. Noch ein bisschen tiefer und ein bisschen drehen. Die Sonde tiefer und ein bisschen drehen, auch am Dings, nicht da, sondern da musst du ein bisschen dir die Einstellung jetzt suchen. Bis okay. Das, genau, bis du es hinkriegst. Na, ja, fast. Und jetzt langsam, ganz langsam und ruhig halten, dass man ein klares Bild kriegt. So. Das und aus, das, glaube ich. Genau, und da hast du die Einlass und jetzt siehst du, hast ein sehr schönes Bild. Kriegst du es auch schon hin mit deinen 11 Jahren. Super. So, jetzt mal ruhig halten. Siehst du, und erst wenn du ruhig bist, projiziert ein super Bild. Und hier könntest du jetzt halt feststellen, ob du irgendwelche Schäden an den Ventilen hättest, sei es Einlass oder Auslass, und genauso an der Zylinderwand oder am Kolben. Das aber hier du, ist Kabel, oder? Das hier ist dir von der Sonde das Kabel, genau. Und da oben sehe ich mich. Ja, das siehst du nicht. So, jetzt drehst du wieder gerade und ziehst das Ding raus.
So, jetzt zieh es raus. Ist nur mit Draht. Ja, du musst es ein bisschen anheben. So, das passt schon. So, jetzt nehmen wir das andere. Und noch vielleicht kurz zum Hinweis. Wir hier machen natürlich Motorenendoskopie. Wir machen Liebhaberservice, ähnlich wie beim Motorenzimmer. Solltet ihr hier aus der Gegend sein oder von weiter weg, ist wurscht. Ihr könnt gern unter info@plutoniumcars.at bei uns einen Termin vereinbaren. Dann schauen wir euren Mercedes durch und sagen euch am Ende, was los ist. Das heißt, von Getriebespülung bis über Motorenendoskopie, so ein Liebhaberservice eben. Und jetzt gehen wir zum zweiten Endoskop und schauen mal, was dieses 250-Euro-Teil kann. Filmst du schon? Ja. Okay. Was haben wir da für ein Endoskop, Papa? Also das Endoskop hier ist von Ralcam. Das ist die Marke. Hier Steering, Borescope, Manual und Ralcam nennt sich die Firma. Wo die herkommt, Shenzhen, Ralcam. Also das wird eine chinesische Produktion sein. Hundertprozentig. So, dann schraubt man das mal zusammen. Bist du noch am Filmen? Ja. Dann schraubt man das hier mal zusammen. Das muss man dann hier so. Mal gucken. So gehört das irgendwie so schön zusammen. So, dalle. So, dann drücken wir mal auf OK. Da tut sich noch gar nichts. Hier drücken wir mal auf On. Ja, ihr seht, es meldet sich und schon funktioniert es. Aber die Sonde ist ein bisschen kurz, finde ich. Und der Akku, ja, die Sonde reicht aus. Aber ihr seht die Sonde, die leuchtet auch schön. Und jetzt schauen wir mal mit dem Ding hier ins Auto rein. Ne? So, wir sind jetzt mit dem zweiten Endoskop hier drin. Und es ist ja unglaublich, was für 250 Euro hier für eine Qualität möglich ist. Schaut euch mal das an. Also ich sag dir von vornherein, das ist besser. Das ist besser. Definitiv. Das ist besser. Schaut dir das mal an. Guck dir das mal an. Hier. Jetzt gehst du weiter runter. Jetzt kannst du das auch drehen. Schau mal. Schau mal, wie klar und deutlich das hier anzeigt. Siehst du das? Krass. Temperatur zeigt sogar auch an, wie viel Grad da drin ist. Jetzt haben wir gerade 49 Grad. Das ist wie Dubai im Sommer. Ja, man kann sich hier das richtig schön anschauen. Schaut dir mal die Zivilhinterwände an. Jetzt drehe ich das hier rum. Also, ich bin begeistert, Leute. Also die 250 Euro, die haben sich definitiv gelohnt. Aber hallo, und schau dir mal die... Guck mal, da kannst du dir das ganz toll anschauen, hier. Krass. Ja. Und wie genau das auch ist und wie scharf das ist. Und das Licht finde ich auch, dass es wesentlich besser ist. Ja, schau dir das mal an. Also, da kann man nicht meckern. Mm-mm. Da brauche ich keine 1.800 Euro ausgeben. Okay, willst du noch mal? Ja, sicher. Also ich lasse das drin stecken. So, der Carlos schaut jetzt auch noch mal. Ich muss das ein bisschen so halten, damit wir das besser sehen hier. Der Kolben, der ist auch so richtig schön. Du musst ruhig halten, dass es scharf wird. Du musst jetzt weiter runter mit der Sonde, damit du dann das Bild von oben kriegst. Genau. Und schon hast du es. Jetzt stehe ich beim Kolben unten an. Ja. Irre, ne? Ja, schon. Na, sieht richtig gut aus. Ja, ihr habt gesehen, beide Endoskope, eins für 1.800 Euro, wo ich wirklich sagen muss, ich muss dazu sagen, das andere gibt es noch nicht lange. Also ich habe das erst vor 2-3 Monaten entdeckt. Dieses HZ-Endoskop gibt es natürlich schon seit langer Zeit. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das hier haben und mit dem arbeiten konnten. Man kann hier auch ganz super klare Bilder ermitteln. Das ist ganz logisch. Aber das kostet 1.800 Euro. Und das andere kostet 250 Euro. Mich bläst es weg. Ich muss euch sagen, das Teil ist mega. Für das Geld habt ihr hier ein Endoskop und es ist keine Werbung. Es ist keine Werbung hier. Ich wollte es einfach nur mal festhalten. Vielleicht möchte der ein oder andere mal die Zündkerzen rausschrauben
und eben seinen Motorinnenraum anschauen. Und ich denke, für 250 Euro sich im Klaren zu sein oder selbst beim Autokauf. Das heißt, Zündkerzen raus, in den Motorraum reinschauen, wenn ihr ein Auto irgendwie mit viel Kilometer kaufen wollt und gerade ein V8 oder ein V6 und das Ding kostet noch einen Haufen Geld, dann ist sowas echt nicht schlecht. Und selbst der Verkäufer sollte hier Rücksicht haben oder Verständnis haben, dass wenn man so viel Geld ausgibt, dass man einfach mal in den Motorraum reinschauen möchte. Als nächstes müssen wir natürlich wieder die Zündkerze zurückschrauben. Die hat einen 12er Durchmesser. Das heißt, die ziehen wir mit 25 Newtonmeter an. Dann kommt die Zündspule wieder drauf. Bauen wir wieder alles zusammen. Dann können wir das Auto wegstellen. Und das nächste Mal, wenn wir nach Dubai fliegen, nehme ich genau dieses Teil mit und schau mir hier die Fahrzeuge, ich mache mir einfach die Mühe, weil ihr habt ja gesehen in den letzten Videos, da gibt es ja bei der RTA solche Testzentren, da kannst du hinfahren, da gibst du dem Mechaniker ein bisschen Geld, sagst du, hier ist ein Endoskop, schau mal bitte in jeden Zylinder rein und dann kannst du dir sicher sein, dass der Motor in Ordnung ist und dass die Kompression weitgehend stimmt. Kann man ja auch nicht, zeige euch jetzt nochmal beide Endoskop mitnehmen, ist ja auch nicht halb so wild. Alle Zündkerzen raus, Kompression und juhu. So, unsere Drehmomentratsche ist auf 25 eingestellt. So, Achtung. So, das reicht. Bingo, die ist drin. Jetzt kommt die Zündspule wieder drauf. Also hier bei den Zündspulen bitte mit Gefühl. Und Steckerchen wieder drauf. Zack. Und die Verschlusstaste wieder zusammen. Und schon haben wir es. Das ist nochmal weg, ja. Start mal den Motor. Läuft wieder einwandfrei. Hervorragend. Okay, kannst wieder ausmachen. Andersrum drauf. Andersrum? Ja. Auch nicht so. Auch nicht so. So? So ungefähr, ja. Na, du musst da zuerst draufsetzen und nicht kaputt machen. Na, du musst da zuerst draufsetzen. So, darf ich den Rest machen? So. So. Jetzt ist das wieder beieinander. Achtung, jetzt mache ich das wieder drauf. Hier nochmal das Endoskop von HZ. 1800 Euro. Hier schön mit der Drehregulierung und hier vorne mit der Sonde, die ich auch um 180 Grad drehen kann. Jo, ist sehr gut gewesen bis jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich bin völlig überrascht über die Qualität von diesem 250 Euro Teil von Ralcom und habe hier auch die Möglichkeit, eben diese Sonde, wie ihr hier seht, schön zu drehen, ja, und ist auch sehr hell und zeigt auch wirklich super klares Bild an. Hier ist halt der Unterschied, dieses Ding ist etwas dicker, kommt aber trotzdem super in den Brennraum rein, ist meiner Meinung nach kein Nachteil. Hier, die Sonde ist natürlich wesentlich dünner, vielleicht komme ich hier noch an Stellen dran im ganzen Motorbereich, wo ich mit dem dicken Ding hier nicht hinkomme. Aber im Großen und Ganzen hat das bislang super Dienste geleistet. Wir werden das auch weiterhin einsetzen. Aber wie gesagt, für den Low-Budget-Bereich für 250 Euro in den Genuss von so einer Qualität und von so einer super Endoskopie zu kommen, das könnt ihr jetzt selber entscheiden. Ihr habt das Video gesehen. Das sind beide Geräte. Carlos! Magst du die Motorhaube noch schnell zumachen und das Auto zurückfahren? Dann mach mal. Den Zapfen vorne wieder reinschieben. Genau. Dann mach mal.
Der liebt es, ne? Der geht immer mit, Papa hier, Papa da, darf ich Auto fahren, 11 Jahre. Ist bei euren Kindern wahrscheinlich ähnlich. Ich habe halt hier die Möglichkeit in der Halle und draußen auf dem Grundstück, das gehört uns. Da können wir machen, was wir wollen. Dann start mal die Kiste, los geht's. Und dann mach mal Volleinschlag nach rechts. Rückwärtsgang rein. Und zurück. Schön langsam, bisschen aufdrehen schon. Aufdrehen, zurück. Weiter. Weiter. Noch ein Stück, wieder Volleinschlag. Und zurück. Noch ein Stück. Gerade stellen und stopp. Parken. Hier seht ihr nochmal das HZ-Endoskop im zusammengeräumten Zustand. Liegt hier schön brav im Köfferchen drin. Hat die Größe. Und hier habt ihr nochmal das andere Endoskop von Ralcam. Und hier war sogar ein 512 GB USB-Stick als Geschenk mit dabei. Auch nicht schlecht. Du hast ja gesehen, wie wir mit dem endoskopiert haben. Wie fandst du da die Qualität? Ja, gut. Sehr gut sogar. Und wie fandst du die Qualität von dem? Naja, also das Bild könnte schon ein bisschen schärfer sein für das Geld, aber... Ich sag's mal so, bei dem musst du dich halt viel mehr anstrengen, um ein sauberes Bild zu kriegen. Du musst genauer hingehen, genauer Abstände, genauer einstellen. Während das bei dem hier... Nicht so. Das war super, ne? Ja. Ja, also was wäre dein Fazit? Sag mal, du hast jetzt 2000 Euro übrig. Und willst du ein Endoskop kaufen, würdest du dir das kaufen oder das kaufen? Das hier. Genau. Also ich finde, das passt auch super mit dieser kleinen Verpackung. Das habt ihr am Anfang gesehen. Mit der kleinen Verpackung passt das super ins Reisegepäck auch rein. Ja, wollte ich gerade sagen, dass es auch die perfekte Größe hat, dass was auseinander nimmt und halt dieses kleine Plastikköfferchen da so macht, dass das da reinkommt und dann ins Reisegepäck rein. Also das ist auch gut, finde ich. Genau. Und da hast du halt, mein Gut, das kannst du auch so reinschmeißen. Man kann beides gut mitnehmen, so ist es nicht. Ja. Sollte halt geladen sein oder den Netzadapter sollte man halt mitnehmen. Ja, soweit zum Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, das Video zu liken, was Nettes in die Kommentare zu schreiben und den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Aha, so. Also den Kanal abonnieren, ganz wichtig, ne? Da habe ich mich ja versprochen in einem unserer letzten Videos. Und wir können das erleben und euch hier im Video mit teilhaben lassen. Ich finde es gigantisch. Also das hat schon mal ein Like verdient. Auch hier den Anal wollte ich sagen, abonnieren. Scheiße. Ja. Vielen, vielen Dank für das, dass der Kanal in so kurzer Zeit schon Richtung 3000 Abonnenten hochgelaufen ist. Wir haben teilweise Videos, die sind schon 130.000 Mal angeklickt worden, viele über 20.000 Mal. Vielen, vielen Dank hierfür und schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare rein, welches ihr besser findet oder was ihr halt dazu meint. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.